Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3 auf der Wii U. Wir sind immer noch auf dem Schiff, der HMS Jersey hieß sie, glaube ich, und müssen jetzt den Kommandanten erledigen. Ich würde ja einfach hinrennen und ihn platt machen, aber wir sollen nur noch einen weiteren Rotrock erschlagen, sodass unser Limit... Verdammt, da wurden wir auch schon gesehen. Ach, war das unser Mann? Jawohl! Na, dann komm mal her. Von dir lasse ich mich doch gerne sehen. Oh, scheiße, noch einer. Ah, verdammt. Okay, weg hier. Schade, schade. Naja, der gute Oberchief war schlau genug, Verstärkung zu rufen. Schade, hätte fast geklappt. Ohne weiteres Aufsehen den Kerl zu erledigen. Aber gut, sei es drum. Also dann... Schneller Blick auf die Karte, wo es jetzt hingeht. Okay. Ins Grenzland. Ich weiß natürlich leider nicht wo. Das heißt, ich teleportiere mich einfach mal hier unten zum Hafenmeister. Bis gleich. Ja Leute, willkommen in Boston. Von wegen Grenzland. Im Grenzland wurde mir dann nur eine weitere Markierung angezeigt, die uns hier nach Boston geführt hat. Und auch hier habe ich mich nochmal rumteleportieren dürfen. Ich finde es echt etwas nervig, dass es nicht vorher angezeigt wird, bevor man sich in dem jeweiligen Gebiet befindet, wo dann das Quest weitergeht. Und die Wartezeiten sind halt echt lang, also die Ladezeiten. Ich schneide die für euch ja immer raus. Aber gut. Also dann. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Wir lassen uns nicht von jedem anmachen hier. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Au! Oh. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hör auf! Ich rufe sonst die Wache! Falsche Antwort. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Lompier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Oder nicht. So klar war das. Vielen Dank. Die feige Sau. Erst denkt er, wir lassen uns hier von so ein paar von seinen Lümmeln da aufhalten. Und jetzt verpisst er sich natürlich direkt, kaum dass er das hört. Schwache Leistung, Lee. Mal schnell auf die Karte gucken. Aha, okay. Hupala. Also da am Hafen. Gut, gut, dann hinter. Ich habe mir jetzt eine eigene Markierung gesetzt. Blöderweise sieht man die auf dem Bildschirm nicht, sondern nur auf dem Gamepad. Ich muss also jetzt ab und zu mal am Mikro vorbeispringen. Aber so weit sollte es ja nicht sein. Dann ist das neblig hier. Ich hoffe, wir finden den alten Sack dann endlich. Denn mein Tomahawk ist verdammt nochmal scharf auf den Knaben. Wo muss ich denn hin? Okay, doch. Da vorne ist es schon richtig. Na ja, gut. Dann geht's halt ohne Gaul weiter. So, hier vorne am Pier müssten wir richtig sein. Connor. Man hält ja beim Umherlaufen in der Regel die ZR-Taste fürs Rennen gedrückt und dann will er natürlich überall raufklettern. Auch wenn man das gerade nicht möchte. Okay. Wir sind quasi da. Mal sehen, was hier abgeht. Okay, das Adlerauge aktivieren. Dann wollen wir mal suchen, wo sich unser Ziel befindet. Wie es da gerade auch stand, müsste das dann golden aufleuchten. Aha. Nö, Quatsch. Doch, da hinten. Der Stadtschreier leuchtet so komisch blau, aber den brauchten wir nicht. Aha. Da bist du ja, du Sackratte. Ja. Oh, er freut sich, uns zu sehen. Hallo.
Und wir freuen uns auch. Verdammt, nochmal. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? War ja klar, dass er wieder irgendwelche miesen Tricks auf Lager hat. Ja, ja, ich renne doch schon. Was soll ich denn machen? Komm, jetzt nicht. Nicht. Keine Klettereien hier. Und auch keine Prügeleien ausnahmsweise. Geht weg. Jetzt echt keine Zeit für so ein paar verdammte Rotröcke. Komm schon, Connor, nimm die Beine in die Hand. Lauf! Wo willst du hin, Lee? Da kannst du nicht rein. Ja doch, wie du siehst, ich kann. Von wegen, du kannst da nicht rein. Oh, aber jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Muss ich da... Nein, Lee, runter. Ach, Lee, sag ich schon. Connor! Boah, manchmal bin ich entweder zu doof zum Steuern oder... Nein, verdammte Scheibenkleister. Na gut, egal, war nur ein optionales Ziel, aber allmählich haut er mir viel zu weit ab, Connor. Nee, das gibt nichts. Das war schlecht. Und jetzt habe ich mich irgendwie auch einge... Ja. Verdammt. Ich werde immer zu habbelig bei solchen Verfolgungsjagden. Gerade wenn... Das war ungut. Wenn man doch immer so freundlich genau dadurch... Oh, Warnung, Entfernung zum Ziel verringern. Ja, wir geben unser Bestes. Und ihr verdammten Schützen, lasst mich in Frieden. Boah, das ist auch verdammt... Ja, super. Was? Wo waren das denn jetzt 50 Meter? Da war doch noch die 4 vorne. So eine Scheiße. Okay, optionale Ziele. Mal wieder in perfekter Gordrak-Manier. Versaut. Aber mir ist alles egal, solange wir diesen verdammten Sack erwischen. Okay, ich hoffe, diesmal finde ich den Weg A zügiger und B richtiger. Ich meine, dass wir da geradeaus nicht durchkommen, ist ja klar. Also das hier am Anfang war schon in Ordnung. Aber jetzt bitte genau nicht nein nach links und darüber. Jawohl, das sieht doch schon besser aus. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Ja, aber wo sollen wir denn lang? Wohl nicht hier runter, oder doch? Hey Leute, ich bin, glaube ich, irgendwie gerade wirklich zu doof. Ich glaube, ich muss da hinten rüberspringen. Ich meine, das war jetzt natürlich wieder der totale Fail des Tages hier. Ja, oh Mann. Gott, war das doof. Ja. Okay, jetzt weiß ich aber wenigstens Bescheid. Normalerweise zeigt einem die Kamera ja so nett an, wo man hin muss. Hier irgendwie nicht. Da ist man schon gar nicht mehr so gewöhnt. Und gerade in so einer Drucksituation renne ich dann gern mal den falschen Weg entlang. Komm schon, Connor. Mindestens diesmal nicht die 50 Meter. Jetzt habe ich ja nochmal eine Chance, dieses optionale Ziel nicht in den Sand zu setzen. Komm schon, lauf. Ach, verdammter Sack. Mann, würde ich dir jetzt gerne aufs Maul hauen. Komm schon, Connor, hopp. Zumindest ist Lee so nett und wartet da mal kurz auf uns. So, jetzt aber, nach zwei jämmerlichen Versuchen, sollte es doch jetzt endlich mal klappen. So, und jetzt direkt nach links bitte, genau. Und rüber da. Aber das sah halt dadurch, dass hier alles so zusammenbrach, habe ich im ersten Moment gar nicht darauf geachtet, dass man auch hier einfach durch kann. Naja, was soll's. Okay, Leute, jetzt aber. Wo will der Knabe hin? Ah, praktischer Aufzug. Komm, er nicht rumhocken. Komm schon, Lee, ich will den Showdown. Bleib stehen jetzt. Wie ich das liebe, wenn die Leute wegrennen. So, Arschloch, das war's jetzt. Oh. Autsch. Es war so klar, dass der sofort wieder steht und wir nicht. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue.
Aua. Aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun vor dir an. Doch kämpfst du. Widersetzt dich. Warum? Weil du ein Arschloch bist. Weil es sonst niemand tut. Jawohl. Aber das war's doch wohl jetzt nicht. Komm schon, Lee hat mehr verdient als eine verdammte als eine verdammte Kugel. Nämlich das Herz rausreißen. Okay, falls da eins ist. Komm schon, Kanna. Komm zu dir. Na, das war ja noch nicht so, wie erhofft. Lee hat sich verdrücken können. Oh, und wir sind richtig hart benebelt. Verdammt nochmal. Ich habe gedacht, jetzt schaffen wir es endlich und erledigen den verdammten Sack. Aber nein. Einmal mehr ist uns die Giftschlange entkommen. Aber trotzdem, seine Tage sind verdammt nochmal gezählt. Anders als du denkst. Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sag einfach Bescheid. Oh je, Mene. Wir sind immer noch richtig hart angeschlagen. Ich kann nicht schneller laufen als so. Zum Glück müssen wir nur bis zu diesem Haus hier wanken. Mal hoffen, dass wir da... Ja, der Konvoi zieht ab. Witzig. Was soll ich dagegen machen? Ich bin gerade nicht in der Verfassung zu kämpfen. Hoffentlich bekommen wir hier irgendwie ein bisschen medizinische Unterstützung. Ich erinnere mich, das war, als ich das Solo durchgespielt habe. Genauso. Da tauchte hier ein Konvoi auf. Lustig, den Konvoi angreifen. Was ein Scheiß. Also dann, rein da. Oha. Lee ist ja hier. Hatte ich ganz vergessen. Ja, dem scheint es auch nicht so blenden zu gehen. Was wird das? Ist Connor. Das ist sich so gar nicht wert. Fahr zur Hölle, Lee. Denkwürdiges Ende. Also dann, zurück im Grenzland und den zweiten Anführer der Templer. Bin in kürzester Zeit erledigt. Erst Haytham und was noch viel besser ist, jetzt Lee. Ja. Warum sollten sie das hier lassen? Gute Frage.
Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Was? Nun musst du es verstecken. Wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten. Bei Zeiten, was eins war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Also dann, Leute. Der Schlüssel, den wir suchen. Wo wird Connor ihn verstecken? Dieses Amulett ist der Schlüssel, den wir brauchen. Wo will er hin mit dem Amulett? Dies ist der Schlüssel, den wir, wie gesagt, brauchen, um dieses riesige Tor in der Höhle, in der Moderne mit Desmond, zu öffnen. Scheint es hier in der Nähe von Achilles Herrenhaus vergraben zu wollen. Ich weiß, das ist sehr offensichtlich, wo er so eine Schulter oben drauf auf seiner Schulter trägt. Eine Grabstätte. Von uns? Leute, in Anbetracht der Zeit werde ich diesen Part gleich beenden. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, einen Kommentar schreibt und natürlich, wenn ihr mich abonniert. Und es wäre klasse, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Einen schönen Tag euch. Bis zum nächsten Part. Ciao.